Also, guten Morgen, also Morgen. Ich würde mich erstmal natürlich bedanken. Vielen Dank, dass ich mich mitmachen konnte, damit ich heute Morgen wieder ein paar Minuten vorstellen kann. Die nächsten so 20 Minuten oder sowas. Und damit ich Ihnen ein bisschen meinen Überblick geben kann über Antibiotika-Resistenz, die sind, wie haben wir es geschafft, hierher zu kommen. Und ich entschuldige mich schon mit meinem Deutschen. Ich habe damals mal Abi gemacht, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich den überhaupt möchte. Denn wir sprechen natürlich immer noch Englisch die ganze Zeit und ich weiß nicht, ob das überhaupt ankommen wird, aber ich weiß nicht, das wird. Also, wie Sie wissen, dritte Bakterien jedes Jahr sehr viel Leute. Also diese Krankheiten, Cholera, Lepra, Tuberkulose, das sind nicht Krankheiten, die es für die nicht gibt, das sind gegen Viren, Brustkrebs, das sind Bakterien, die sind jedes Jahr Millionen Menschen töten auf der Erde. Und können auch nicht vergessen, dass einmal in der Geschichte hat sich ein einziges Bakterium, wir wissen, dass es ein Klon ist, ganz stark gemacht auf der Erde, hat sich ein Klon verbreitet überall auf der Erde und dann mehr als 100 Millionen Leute getötet. Das ist der einzige Moment in der Geschichte der Menschheit, wo die Anzahl von Homo sapiens runtergekommen ist, war nicht wegen einem Krieg, war nicht wegen einem großen Hunger, sondern war nur, weil ein Bakterium sich stark gemacht hat zwischen den Menschen. Das heißt, ein unkontrolliertes Bakterium ist sehr gefährlich. Und wir haben die Bakterien nicht kontrolliert, bis Alexander Fleming dabei angefangen hat, dass wir Bakterien kontrollieren. Aber die Bakterien, die ihr wisst, wie sie wissen, wie ihr wisst, was ist heute, ne? Die Barbara, duzen wir uns. Wir duzen uns. Eine Familie. Also, und da haben wir erweitert mit Bakterien und jetzt gesagt, na, die funktionieren, was manche Bakterien hoffentlich wachsen lässt, auf jeden Fall. Von da an haben wir angefangen, die Bakterien zu kontrollieren. Und das war sehr wichtig und meine persönliche Einstellung ist, dass die Antibiotika, das wichtigste, der wichtigste Moment war in der Geschichte von der Menschheit. In dem Moment, das war zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, haben wir angefangen, die Bakterien zu kontrollieren. Und sehr wichtig, was für einen unglaublichen Impact die Antibiotika-Benutzung gehabt hat in der Menschheit. Die Infant Mortality war sehr hoch in bestimmten Jahren. Schaut mal, sobald wir angefangen haben, die Bakterien mit Antibiotika zu kontrollieren, wie sie runtergekommen ist. Die Life Expectancy, allgemein von der ganzen Menschheit, sobald wir angefangen haben, die Antibiotika zu benutzen und die Bakterien zu kontrollieren, ist sehr hoch aufgestiegen. Das heißt, der Impact auf der Menschheit war unheimlich groß. Und seht euch mal an, wie die Human Population sich verändert hat in der ganzen Welt, von dem Moment an, wo wir angefangen haben, die Bakterien mit Antibiotika zu kontrollieren. Ab dem Moment, was geschehen ist, ist, was wir alle kennen, als die goldene Zeit von der Antibiotika-Diskussion. Das heißt, alle Wissenschaftler sind einfach rausgegangen zum Feld und haben gesagt, okay, hier gibt es in der Natur Millionen Mikroorganismen, die produzieren Antibiotika, die können wir nachher benutzen. Und das haben wir dann alle gemacht. Und dann sind alle Wissenschaftler sind rausgegangen und haben aus der Natur haben die ganzen Mikroorganismen genommen und die ganze Familie von Antibiotika, die wir heute kennen, benutzen, die ganzen Antibiotika-Familien, die wir heute benutzen, sind Antibiotika, die wir uns von draußen hier in unserer Klinik genommen haben. Das sind die Golden Times of the Antibiotika-Diskussion. Fast jeden Tag, jede Woche wurde das Antibiotikum entdeckt. Und wir haben die Antibiotika voll benutzt. Massenhaft in Menschen und massenhaft in Tieren. Ich bin für die Antibiotika-Benutzung in Tieren. Denn ich glaube, die Tiere können auch manchmal die arme Tiere und manchmal krank werden, auch wenn wir sehr vorsichtig sind, dass sie nicht infiziert werden. Wir können zum Beispiel als Beispiel nehmen, unsere Kinder, dann ziehen wir auf in unsere sterilen Apartments mal in den Großstädten und trotzdem haben sie die ganze Zeit bakterielle Infektionen und so weiter. Das heißt, wir kommen nicht vom Rohr, bakterielle Infektionen kommen manchmal und wenn sie kommen, dann müssen wir die Antibiotika benutzen und fertig aus. Also ich bin für die Antibiotika-Benutzung in ihr wisst natürlich, hat man entdeckt, dass wenn man den Tieren weniger Antibiotika gibt, im Laufe ihres Lebens, werden sie ungefähr so 30 oder 40% dicker. Und das ist viel. Aber diese Praxis haben wir verboten in der Europäischen Union, vollkommen verboten seit Januar 2006.
Das heißt, manchmal sagt man, ah, man geht jetzt hier rein, ja, die würden die ganz so essen. Das stimmt nicht. Im Januar 2006 ist es vollkommen verboten, diese Praxiskammer nicht machen. Von den USA, obwohl es aussieht, dass sie da nichts machen, die Antibiotika-Resistenz. Seit dem 1. Januar 2017 sind alle Antibiotika, die für Menschen genutzt werden, auch verboten als Growth Promoters der Tiere. Ja, das war uns so mal, das hat uns 20 Jahre gekostet, aber zum Schluss haben wir auch mal das gegen Antibiotika-Resistenz gemacht. Aber wie ihr seht, hat die Benutzung und die Kontrolle von den Antibiotika die ganze Medizin der Menschheit vollkommen verändert. Das ist das hier. Einfach mal eine Runde. Oder die Intermortal, die war 1,1 zwischen 16 und stark. Das da war sehr hoch und plötzlich können wir einen Menschen aufmachen, 24 Stunden lang aufmachen, ein Herz ändern, wieder zumachen und wir leben. Wenn wir einen Chirurgie machen, ist es die bekannte Realität. Die ganze Zeit fallen Bakterien und trotzdem. Plötzlich können wir die Zauber machen. Die ganze moderne Medizin gibt es nur, weil die Antibiotika funktionieren. In allen bestimmten Spezialitäten ist die Kontrolle von den Bakterien das Wichtigste, was in den letzten Jahren die Entwicklung und vor allem medizinischen Spezialitäten gemacht hat, erleichtert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Antibiotika-Resistenz natürlich nicht neu ist. Wir haben gesagt, dass das draußen die ganzen Mikroorganismen, die Bakterien, die Antibiotika produzieren, das heißt, dass auch draußen überall in der Welt Antibiotika-Resistenzgene fabriziert werden von den Mikroorganismen. Außerdem gibt es einen Krieg zwischen ich bin ein Bakterium und ich möchte diesen Apfel essen, deswegen produziere ich Antibiotika. Und andere Bakterien möchten diesen Apfel auch mit mir essen und die werden da auch resistent gegen den Antibiotika und die müssen sich und dieser ökologische Kampf, den es draußen in der Welt gibt, den gibt es seit Jahren. Das sind wir haben zum Beispiel in Mammut drin, in Hindistan, in Magen, in Gelernen, Antibiotika produzierende Bakterien gefunden und auch Antibiotika-Resistenzgene gefunden. Das ist das Thema. Antibiotika-Resistenz ist ein natürliches Phänomen und wir werden es nie vollkommen bremsen können. Nie. Wir können es vielleicht langsamer machen, aber stoppen können wir es nicht. Und um euch kurz zu zeigen, zeige ich euch kurz ein Video von einem Freund von mir, von Harvard, wo ich schon, der das mir gegeben hat. Und der hat so ein viertes Bild gemacht. Okay? Das ist ein Bild der Massenbakterien. Okay? Hier hat er 0 Antibiotika vorgehabt, 0 Antibiotika und 0 Antibiotika. Und hier ein bisschen mehr Antibiotika, das ist das Doppelte von dem, wo diese Bakterien wachsen, für die Spezialisten E. coli und Fluorotinolon, Zimofloxacin. Okay? Und da 10 mal mehr Antibiotika, 100 mehr Antibiotika und da 1000 mal mehr Antibiotika. Und dann hat er diesen einfach E. coli, der natürlich nicht auf den Antibiotika wachsen kann, einfach hier reingetan und hier reingetan. Und dann hat er ein bisschen gewartet mit der Zeit, auch wieder aufgenommen, wie die Bakterien überhaupt reagieren und wachsen, wenn sie Antibiotika finden. Und das sind die E. coli, die Totalfrose und die wachsen an ihrem Antibiotikum, auf ihrem Medium ohne Antibiotikum. Aber plötzlich, da in einem Moment, gibt es einen Tanker. Das ist einfach eines von den Millionen Bakterien, das gelernt hat, plötzlich mit einer Mutation auf diesen Zimofloxacin weiterzulassen. Und hier gibt es noch eine, das sind das die Bakterien. Und hier plötzlich, von einem Bakterium, das schon gelernt hat, ein bisschen auf diesen Antibiotikum zu lassen, von dem gibt es noch eine andere Mutation. Zehnmal mehr Antibiotikum. Und hier einige schaffen es gar nicht mehr weiter. Aber einige schaffen es, dann auch 10-mal mehr Antibiotikum zu wachsen oder auch 100 mehr Antibiotikum zu wachsen. Die Bakterien lernen mit einer Mutation nach der anderen, von Millionen, bis sie zum Schluss auf 1000-mal mehr Antibiotikum wachsen können, wie sie auf einem anderen Prinzip wachsen konnten. Und das Interessante von diesem ganzen Prozess, also was wir jetzt machen, ist, wir sequenzieren jetzt die ganzen Genome und wir versuchen einen Prediction zu machen. Wir versuchen zu wissen, okay, wenn eine Bakterium diese Mutation hat, dann kann es vielleicht schon diese andere Mutation haben oder diese nächste. Dann müssen wir vorsichtig sein mit diesem Patienten, der dieses Bakterium hat. Ein anderer Patient kann zum Beispiel eine andere Mutation haben und sagen, okay, wir wissen, dass diese Mutation und diese Figur nicht zur folgenden Mutation führt und deswegen können wir diese Antibiotikum auch benutzen. Okay, das ist jetzt zum Beispiel Wissenschaft. Aber das Interessante ist, dass dieser Prozess dauert 12 Tage. In 12 Tagen haben wir die Bakterien, die
vollkommen sensibles Gesindigen mit den Antibiotika, als nachdem wir tausendmal mehr Antibiotika-Konzentration erlassen. Und in der Zeit sprechen wir, wir machen Paarungen und wir sind da. Was kriegen wir Antibiotika-Resistenz? Ja, ja, wir sollten uns mal hören. Ja, und in der Zeit, die Bakterien laufen und laufen und laufen tausendmal und millionenmal schneller als wir. Deswegen sind Bakterien natürlich das successfulste, wie sagt man das? Erfolgreichste Lebewesen auf der Erde. Weil sie so schnell sich adaptieren können. Das ist das Problem. Wir sind uns schon einig. Antibiotika ist das Wichtigste, was wir entdeckt haben in der Geschichte. Und ich hoffe, wir sind uns jetzt mehr oder weniger einig, dass Antibiotika-Resistenz das wichtigste Problem ist, das wir auch überhaupt auf der Erde haben. Und das basiert hauptsächlich auf Selektion. Es gibt viele Bakterien. Eins wird plötzlich resistent und wenn die Antibiotika benutzen, wird halt das ganze Ökosystem von diesem Antibiotikum von diesen Bakterien kolonisiert. Okay. Und das Problem ist, dass wir in den 70er, 80er Jahren hatten wir sehr viele Antibiotika im allgemeinen im Einsatz. Und für die Krankheit, die ein Patient hatte, konnten wir gehen, ich bin jetzt halt mit Fazitin, ich bin der Moxizin, und wir hatten inzwischen 10, 20 verschiedene Antibiotika ausgewählt, die funktionierten, wirklich funktionierten. Und deswegen hat dann die Industrie gesagt, okay, fertig aus, wir haben schon genug Antibiotika, jetzt werden wir andere Moleküle und uns auf andere Moleküle konzentrieren. Antikanzer, Anti-HIV und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass die Pipeline, die neuen Antibiotika, gibt es gleich niemals verschiedene Antibiotika. Aber, und wir haben nur diese Antibiotika benutzt in den letzten Jahren und jetzt haben wir viel resistent und weniger Antibiotika. Das ist das Problem, was wir heutzutage haben. Ich wollte kurz sagen, ich bin für diesen Schritt, der die Industrie gemacht hat. Oft wird kritisiert, die Industrie, guck mal, die Böse, die haben sich konzentriert auf andere Sachen. Dank diesem Schritt in der Industrie haben wir heute die HIV-Epidemie vollkommen mehr oder weniger ausgelöst. Die Sterberate von den HIV-Positiven ist genauso wie von den absolut gesunden Leuten. Das heißt, wir haben viele Cancer-Moleküle haben wir auch entdeckt und entwickelt und Hepatitis C und so weiter. Das heißt, ich glaube, dank dem haben wir auch es geschafft, über die Pharmaindustrie, dass wir viele Moleküle haben, die Krankheiten heute, dass wir die bekämpfen können. Das ist nicht so, das ist sehr böse gemacht. Ich glaube, dank dem haben wir auch gute Medikamente gegen andere Krankheiten heute. Und deswegen treffen wir uns ab und zu mal in der WHO und wir schalten, welche Antibiotika wichtig sind von Humans und von Animals. Und ihr seht, in der Humanmedizin und in der Veterinärmedizin müssen wir alle natürlich diese Antibiotika. Und die Prediction ist, und ich das mit dir ein, für 2050 ist die Antibiotika-Resistenz die erste Sterbegrund sein für die ganze Menschheit. Mehr als ganz die Prediction ist, dass mehr als 10 Millionen Leute sterben pro Jahr nur wegen Antibiotika-Resistenz. Okay? Im Jahr 2050, wir sind schon im 20, aber im Jahr 2050. Okay? Und deswegen hat er in 2014 schon die WHO gesagt, wie wichtig das ist. Aber ich habe ein G7-Treffen organisiert in Berlin und das sagen wir. We are aware that AMR is a multisectoral problem that combats human and animal health, agriculture and the environment. Combating AMR requires a global approach and deserves international efforts. Wie ich schon sagte, Antibiotika-Resistenz ist nicht meine persönliche Meinung, sondern die United Nations in 2016 hat auch entschieden, das größte Gesundheitsproblem auf der Erde ist Antibiotika-Resistenz. Es ist nicht länger, 180 Länder genau dasselbe wählen. Nur in der Geschichte von United Nations gab es nur viermal, wo man entschieden hat, dass das größte Problem auf der Erde ein Gesundheitsproblem ist. Normalerweise waren das andere Sachen. Waffen, Jugend, was auch immer, viele Sachen. Aber nur viermal in der ganzen Geschichte haben sie entschieden, dass ein Gesundheitsproblem das größte Problem ist auf der Erde. Und einmal was HIV, einmal was chronisch Human-Disease ist, einmal was Ebola und jetzt das vierte Mal, weiß ich nicht. Also es ist nicht so oft, dass das passiert. Und sogar einmal in 2017 schon, in den 7-Treffen, das erste Mal, wo Merkel und Trump zusammen waren, ich frage mich, ob ich euch erinnere, dann sogar hier auf diesem Level hat man entschieden, das Problem von Antibiotikaresistenz ist ein Problem, das man politisch eingehen muss.
das Approach muss gewartet sein und man hat dann eine Collaboration gemacht. Und das heißt, jetzt in diesem Jahr gibt es Treffen zwischen den Gesundheiten in den Ländern, im höchsten Niveau, um die Antibiotika-Resistenz zu kämpfen. Und im letzten Treffen in 2019, das war noch im Juni, hat man gesagt, wir müssen die Efforts accelerate. Und deswegen sind wir auch heute hier. Wir müssen die Efforts accelerate und einen forward approach. Weil es ist wichtig, ja, die Resistenz geht immer schneller und wir schaffen es nicht, zurückzusetzen. Und deswegen organisieren wir auch in Europa ein Virtual Research Institute for Antimicrobial Resistance. Das die ist in Germany, in Deutschland, und wir versuchen halt, zu ein Virtual Institute zu organisieren und zu entscheiden, welche wissenschaftlichen Schritte wir gehen müssen, um die Antibiotika-Resistenz zu kämpfen. Und ja, wie ist das Problem? Ist natürlich, ist das nicht nur ein Bakterium resistent wird, sondern dass die Bakterien machen horizontal Gen-Transfer, das heißt, die geben sich Bakterien die Gene, die ganze Zeit die teilen Gene. Und das bedeutet, dass die Resistenz nicht wichtig ist. Nicht nur in den pathogenen Bakterien, sondern auch in den ganzen Kommissarien. Ich nehme ein Antibiotikum und alle meine Bakterien werden resistent. Und dann habe ich von meinen ganzen Mikrobiota, die ganzen Bakterien haben ein Reservoir, Resistenzgene, und die geben sich dann den irgendein Bakterium an, dass in den Organismus reinkommt. Und wie ihr seht, da können wir sagen, okay, Bruno, was du erzählst, viele Maßnahmen wurden getroffen, wahrscheinlich hat man das schon gemerkt, heutzutage sind die Bakterien, geht es den Bakterien weg, geht es uns besser und so weiter, aber wie ihr seht, das ist der letzte Report 2019, die Resistenz von den Bakterien geht nicht zurück. In allen in Ländern in Europa bleibt sie oder kommt sie vor. Das heißt, obwohl wir viel wissen und schon viele Meetings machen, wie ihr seht, ja, die Antibiotika-Resistenz ist genau vollkommen außer Kontrolle. Das ist die Cholesterol-Kinderin, aber das ist das in allen Ländern. Deswegen gibt es, das ist ein Report von diesem dritten Mal, gibt es sehr viele Reports, wo wir entscheiden, okay, gibt es wirklich so viele Bakterien, ist das wirklich so schlimm, sind sie so resistent? Und ihr könnt euch das beim Report runterladen, ich werde euch kein Summary machen, aber das sind zum Beispiel Salmonellen, Pathogene, die direkt von den Tieren zu den Humanen gehen. Die Resistenz sind mit Third Generation Cephalosporins und Fluorochilolone und ja, immer mehr Salmonellen, die nicht treatbar sind, weil sie natürlich resistent sind, die über diese Kombination schon von den zwei wichtigsten Antibiotika. Die gute Nachricht von den allen, sorry, wir werden jetzt nicht alle stark abgelegt, sondern die gute Nachricht von den allen ist, wir sind noch nicht in 2030. Und das ist wichtig. In dem Sinne glaube ich, dass wir noch vielleicht etwas ein bisschen machen können. Das ist zum Beispiel der Report von 2020, das ist jetzt auch rausgekommen. Das waren Länder, die freiwillig gegenüber Antibiotika kämpfen wollten in 2010. Und das sind die Länder, die freiwillig gegenüber Antibiotika das jetzt in Europa Maßnahmen getroffen haben. Und wir sind jetzt viel mehr 31 Länder statt 9 damals. Und wie ihr seht, das ist die Zahl schon noch von letzter Woche. Wie ihr seht, haben wir es geschafft in den letzten Jahren, in Tieren 32% weniger, dass wir 32% weniger Antibiotika benutzen allgemein. So dass wir zum Beispiel in Cholestin ist ein Antibiotika, wie ihr wisst, dass wir in Tieren viel benutzt haben. Und auch jetzt in Menschen, in Lastbesonderen, die wir wollen, ist haben wir in den ganzen Ländern in Europa 46% weniger benutzt und sogar von Third und Fourth Generation Cephalosporins benutzen wir weniger. Das heißt, wir haben die Anzahl von Antibiotika, die wir in Tieren benutzen, in den letzten Jahren sehr runtergegangen. Hier sehen wir zum Beispiel die Daten von 2014 und 2016. Das waren allgemein die Daten. Deutschland ist hier und war viel höher, aber in ungefähr 4 Jahren haben wir es geschafft, hat Deutschland geschafft, ist hier ganz unten, ungefähr bei 89 Milligramm wert ist sozusagen. Früher waren die sogar bei über 200. Also Deutschland hat auch ein großes Effort gemacht, auch wie fast alle Länder in der Europäischen Union. In Spanien zum Beispiel haben wir in 2 Jahren Cholesterin heruntergesetzt, zu 97% mit einem Programm, und darüber können wir sprechen. Das sind die Antibiotika, die in der Community benutzen in Europa, und wir sehen, dass einige in Deutschland zum Beispiel wenn in der Community weniger Antibiotika benutzt, wie in anderen Ländern. Und das sind die Antibiotika, die wir in keinem Ausland benutzen, in anderen Ländern benutzen wir viele Antibiotika und in anderen Ländern.
Länder, da muss ich sagen, andere Länder, das ist obwohl wir in 2019 sind, gibt es noch ein, zwei Länder, aber hier gibt es noch ein Land, wo das nicht der Europäischen Union, die Verbraucher, von der Regierung, die Daten von Verbraucher und Krankenhäusern, die Jünger, noch nach Europa schicken. Aber ich glaube, das wird nur ein Jahr so sein und ich glaube, dass wir es endlich schaffen, zu wissen, wie viele Antibiotika wir in den deutschen Krankenhäusern benutzen, weil ich glaube, es ist wichtig. Weil wenn man die Daten zu wissen, vielleicht ist es null, aber oder fast null. Aber das ist mir ein größeres Problem. Ich glaube, ich weiß, wir tun gerade Sachen. Und deswegen können wir auch wissen, wie die Evolution von diesem Antibiotikum, wie dieses Trend ist, allgemein haben wir in der Europäischen Union bei Menschen 1,5% in den letzten Jahren 1,6% Antibiotika weniger. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, denn in Ihrer Sicht der Untergang 40-50% der Menschen, wenn wir vielleicht noch in einigen Ländern zu wollen, also Spanien vor allem, wenn wir dann noch etwas arbeiten. Die letzten Sachen, die wir noch machen können, man kann neue Sachen machen gegenüber Antibiotikaresistenz. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, die wir gemacht haben, mit Mikrobiomen. Das heißt, anstatt zu gucken, von einem Patienten, hier kommt unser Patient, neben dieser Modelle, ich schaue mir an, welches Antibiotikum es hier gegen dieses Bakterium benutzen kann, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich nehme diese Modelle und ich nehme jetzt das Mikrobiom. Ich nehme Filzis und ich sequenziere das. Das heißt, ich weiß, welches Antibiotikum ich benutzen kann gegen diese Modelle, aber auch welches Reservoir von Antibiotikaresistenz hat mein Patient. Und das könnte, wie ich sage, mal entscheiden. Vielleicht ist meine Salmonelle sensibel gegenüber Cephalosporien, aber vielleicht hat mein Patient schon E. coli oder andere Bakterien, die schon resistent sind gegenüber Salmonelle. Das heißt Gene, die leicht übergehen können zu meiner Salmonelle und da würde mein Treatment nicht funktionieren. Und deswegen denken wir in dieser letzten Zeit auf das Microbiome, dort wir die Entscheidung, die klinische Entscheidung benutzen können bei Patienten, ohne das Risiko zu geben. Man kann es auch benutzen, um zu wissen, allgemein, wie viele Resistenzgene wir haben in einer bestimmten Population. In einem Krankenhaus, in einer Farm, bei bestimmten Tieren. Hier sehen wir zum Beispiel verschiedene Antibiotika. Resistenzgene. Und wenn wir alles identifiziert haben, von der ganzen Population, wie wir wissen, ach guck mal, in Deutschland gibt es viele von diesen Genen, aber wenige von den Rezidien. Aber dieses Gen ist hier neu. Oder dieses kommt von Istanbul, Bulgarien, da will wir genau wissen, welche Gene ein Reservoir haben, in welchem Gebiet genau. Was sehr gut ist, sind die neuen Sequenzierungstechniken und was wir machen, ist, wir kombinieren Jungsequenzierung und Nanoporsequenzierung in jedem Bakterium, was wir haben. Das heißt, wir wissen von jedem Bakterium genau das Chromosom und genau das einzelne Plasmid. Und wenn wir das wissen, können wir natürlich sehr, sehr gut die Verhältnisse wissen zwischen den Bakterien in verschiedenen Ökosystemen isoliert machen. Es ist nicht, öfters ist es so, und man hat viele Fehldiagnostik gemacht in der Geschichte von der Mikrobiologie, indem man gesagt hat, okay, ich habe ein E. coli, resistenten Antizid in diesem Schwein, und ich habe in meiner Intensivbehandlung im Krankenhausplaneten auch ein E. coli, das resistent ist. Und dann haben wir auch gesagt, ach guck mal, das ist wie ein Transfer zwischen den beiden Bakterien. Im Nachhinein haben wir jetzt diese Bakterien sequenziert und wir haben öfters gesehen, dass diese E. coli, die bei den Schweinen sind, bestimmte E. coli sind, die nur bei den Schweinen bleiben, und diese E. coli von den Krankenhäusern nur da bleiben. Das heißt, die Genomsequenzierung lässt uns wissen, welche Verhältnisse es wirklich gibt zwischen den Bakterien, die resistent sind. Und wenn wir dann die Bakterien genau gut sequenzieren und genau wissen, welches Bakterium was ist, können wir bestimmte Sachen machen, wie wir jetzt gerade machen. Das ist zum Beispiel ein Verhältnis zwischen einem Klon. Das ist ein Klon. Das heißt, ST-L96-Klon. Wir haben bei Bakterien genommen von dem Environment, also den Intensive-Kelvinis, und wir wollten wissen, gibt es da ein Link zwischen diesen Bakterien? Und was wir zum Schluss machen können, weltweit, ist diese Art von Research, wo wir genau etablieren können, was ist das Verhältnis von den Bakterien in den verschiedenen Orten der Welt? Dieser Klon hat angefangen 1997 in Deutschland, hat sich verbreitet, wir haben Daten seit 1997, hat sich verbreitet, ein Klon nach Uganda und ein anderes nach USA. Und da können wir genau wissen, wie und woher, zum Beispiel unser Klon, kommt
Bakterien, welche Bakterien wo gereist ist und wieder zurückgekommen ist. Und so können wir auch wissen, wann und wo die Bakterien von den Tieren zu den Menschen gehen und dann wieder zurück. Und wenn wir diese Information jetzt haben, können wir, ich hoffe ich, es war ein Traum, dass wir dann letztendlich die Prediction machen können, wenn wir eine Bakterien finden, wie sich das mit dieser Klon, einer bestimmten Klon, benehmen wird in der Zukunft. Deswegen sage ich euch, bin von Natur her optimistisch. Ich glaube, wegen dieser Tagung und vieler anderen sehe ich, dass wir langsam eine neue Philosophie drinnen haben. Alle Leute, die in der Forschung arbeiten. Und ich glaube wirklich, dass wir in einem guten Ansatz sind, um richtig endlich mit einem Wandelverbot, mit einem Antibiotikaresistenz weiterzugehen. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste von dem ist, dass wir alle, die wir getrennt und oft arbeiten, in Human, in Food, in Environment und in Animals, ich glaube, ich habe euch überzeugt, dass die ganze Zeit eine Fahrt, ein Übergeben gibt von Bakterien und von Klonen und von Genen zwischen den Ökosystemen und dass es intellektuell sehr kurzsichtig ist, nur in einem von diesen bestimmten Genen zu arbeiten und dass wir wirklich auf jeden Fall in einem neuen Approach arbeiten müssen. Viele Leute in uns, um diese Sinnerzeichen zu machen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Schönen Dank für dein Feuer. Wir haben hier noch eine Diskussionsrunde am Ende. An der auch teilnehmen wird. Dennoch würde ich gerne fragen, da war ja auch viel Molekularbiologisches dabei und ob es Verständnisfragen gibt oder da waren noch ganz wichtige, die nur zu diesem Vortrag gehen. Ansonsten würde ich sagen, verschieben wir es dann auf die Diskussion. Jetzt kommt die Frage. Oder halte ich fest, jetzt kommt die Frage. Ja. Noch eine Frage, wir haben jetzt bezogen, war das auf Antibiotika. Man muss auch den Antibiotika ein bisschen differenzieren, indem man sagt, man muss auch die Umwelt betrachten, dass man das differenziert mit dem Antibiotika. Weil ich habe festgestellt, auch in der Tiermedizin ist es so, je mehr Luft ich in einen Raum kriege, das viel frischer drin ist, habe ich keine Belastung da. Und das muss man viel mehr mit dem Auge fassen, dass man die Keimbelastung einfach runterfährt. Nicht so optimal, dass die Krankenhäuser zum Beispiel immer mehr konzentriert werden. Die werden immer größer. Und je mehr Patienten ich im Krankenhaus habe, je mehr Antibiotika muss ich einsetzen, oder je mehr Hygiene muss ich fahren. Und zuletzt fährt natürlich diese Schiene fest. Ja. Deswegen hilft dieses One Health Konzept. Jetzt in den letzten Jahren sprechen wir über Sachen, von denen wir nie gesprochen haben. Das ist zum Beispiel Hospital Colonization. Wir sprechen jetzt über das Krankenhaus, wie wir erfahren. Wir produzieren keine großen Unterschiede, wenn man darüber denkt. Es ist eine große Konzentration von Lebewesen, die wir mit Antibiotika benutzen. Und da muss man epidemiologisch reingehen und sagen, okay, wir müssen vielleicht ein paar Intensive Care Units ganz leer machen, ganz sauber machen, bis dann das Defekt ganz alles raus, alles rein, wie man in der Tiermedizin macht, zum Beispiel. Und wir versuchen, wir machen das jetzt epidemiologisch mit einem Einfluss, mit einer infektionsbiologischen, epidemiologischen Philosophie in Krankenhäusern zu arbeiten. Und das macht man jetzt immer mehr. Vielleicht weniger als in den Tieren, wo man das schon seit Jahren macht, aber man macht es immer mehr. Ökologisch an Krankenhäusern zu arbeiten. Vielleicht reicht es nicht, wenn ich 20 Betten habe und jemand kommt rein und raus. Vielleicht muss ich alle Leute rausschmeißen, ganz sauber machen und dann wieder Leute reinmachen. Denn wir haben gesehen, und das wurde schon in einem sehr schönen Studium, vor 2 Jahren gesehen in Chicago, ein ganz neues Krankenhaus wurde auch gemacht. Es wurde oben genommen, bevor es benutzt wurde, alles klar. Nach einer Woche Benutzung war nichts nicht kolonisiert. Nichts. Nicht kolonisiert. Überall Klebsiellen, Salmonellen, E. coli, überall im Krankenhaus. Also die Hospital Colonization, wie du sagst, ist sehr wichtig. Und diese Infection Control Measures gehen immer mehr auf diese globale Kolonisierung von Krankenhäusern. Schönen Dank, Bruno. Schönen Dank auch.
ganz kurz auch. Was ganz wichtig in Ihrer Frage war, was wir so deutlich vielleicht am Anfang nochmal hätten sagen sollen, es geht bei allen Diskussionen, insbesondere bei den Antibiotika-Senken, nicht darum, die Antibiotika zu senken, um jeden Preis. Es geht darum, die Notwendigkeit, Antibiotika einsetzen zu müssen, zu senken. Und dann senken sich auch die zu benutzenden Antibiotika. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir immer wieder deutlich machen müssen. Die Notwendigkeit muss gesenkt werden. Und das sind dann die Dinge, die Sie angesprochen haben, natürlich wieder. Wobei wieder Größe, das ist so eine Sache, Hygienemaßnahmen kann man anpassen und so. Aber das Lüften und, also die Infektketten zu unterbrechen, das gilt natürlich für Corona wie für die Weitergabe von Resistenzgenen. Schönen Dank. Ich würde sagen, alles andere verschieben wir dann auf die Podiumsdiskussion. Bruno, herzlichen Dank.